liebe Freunde, willkommen zurück, immer noch im Wilden Westen. Das ist übrigens anders als in den ersten beiden Videos zu sehen war, jetzt nicht theoretisch der vierte, sondern erst der dritte Teil. Der erste dieser Serie ist so ein bisschen aus technischen Gründen abhanden gekommen. Gestern Abend haben Theo und Rakan ein bisschen alleine gespielt, weil wir herausgefunden haben, wie man an die NPCs kommt, ne? An Wachen, Sheriffs, an andere Gebäude, mit denen man sich dann quasi eine ganze eigene Stadt bauen kann. Das ist hier übrigens das Gebäude, das Haus war. In dem Zustand ist es jetzt fertig. Hier hat jeder so ein bisschen seine Nische. Das meine, da ist Rakan seiner, da drüben wohnt der Theo. Und hier unten ist so der Gemeinschaftsraum. Da steht unter anderem auch das Spinnrad, die Nähmaschine, da drüben die Sattlerei. Ne? Noch ein bisschen wenig Möbel, da kommt noch ein bisschen was dazu. Hier ist unser Kamin. Und wir haben hier drüben auf der gegenüberliegenden Seite, jetzt wird es leider schon wieder dunkel, so ein Ärger, steht unser Arbeitsbereich. Ja? Wir haben das also diesmal ausgelagert, nicht am oder im Haupthaus, sondern wir haben hier so eine richtig kleine Werkstatt gebaut. Dort ist auch der Unterstand für die Pferde diesmal, wo wir sie füttern können. Und hier ist der Hauptteil der ganzen Werkbänke drin. Ne? Waffen, Munitionsherstellung, Eisenverarbeitung und so weiter und so fort. Da draußen steht dann noch die Steinmühle. Die Bretterherstellung und so weiter und so fort. Ansonsten haben wir dann jetzt hier eine Goldwechselstube mit NPC. Und ja, um den geht es letztlich. Also man kann ja Gold abbauen, in Barren verarbeiten und die kann man dann hier gegen Dollars verkaufen. Dollars bekommt man ansonsten, außer im Verkauf von Rohstoffen, hier baue ich gerade einen Turm übrigens, durch das ja, Jagen oder könnte es fast sagen Farmen von Banditen, die sich ja hier überall rumtreiben. Die haben dann häufig neben Waffen und Munition auch Dollars dabei, die wir hier derzeit gerade oben in unserem Safe hier oben zwischenlagen. 327 Dollar und dafür kann man über den Briefkasten, den wir hier draußen zu stehen haben vor der Tür, Gebäude und entsprechende Funktionen wie eben NPCs, Sheriffs und so weiter, die dann hier patrouillieren und auf die Basis aufpassen, kann man einsetzen, bezahlen, kaufen. Und ja, was die beiden erlebt haben, um an die Goldwechselstube heranzukommen und ein bisschen in diese Richtung zu arbeiten, also beim Farmen von Banditen in erster Linie, das war quasi gestern. Ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal an. Ne? Bis dann, viel Spaß. So. Howdies! Howdy! Theo und Ex sind heute mal auf Banditenjagd. Wir wollen ein paar Dollar zusammenkratzen oder den anderen wegnehmen. Daher werden wir auch ein bisschen gestückelt. Oder mal gucken. Tja, Kuga muss fleißig arbeiten, so wie es sich hört. Theo und ich, wir werden Spaß haben. Die Banditen vielleicht auch ein bisschen. Weißt du, hier waren noch irgendwo welche? Weißt du ungefähr wo? Nö. Keine Ahnung. Oh. Ich gehe mal davon aus, dass da ganz sicher welche sind. Da hinten rennt einer rum. Oder? Ah. Ja, da ist einer. Da ist auch der zweite bestimmt nicht weit. Ah, könnte schon sein. So, ich tu mal auf. Warte mal. Ja, ist einer. Auf dieser Entfernung wollen wir mal. Oh, der war nicht. Nö. Da ist er. Jetzt hat er mich. Jo, hast ihn. Kill Bill ist down. Warte mal, was hat er drin? Ich gucke mal. Sicherst du die Umgebung? Ja, ja, ich bin am Gucken. Rem 1875. Naja, das war jetzt. Eine Remington. Ein Repetierer, ne? Ja. Theo, bist du bei mir? Ja. Das ist aber auch wieder bloß ein Einzelner, ne? Dann macht doch nichts. Was schießt hier? Ja, das stimmt.
Ja, jetzt sehe ich sie. Ich nehme den du nimmst rechts. Moment. Erstmal das Visier nehmen. Bereit? So, ja. Dann Feuer. Feuer. Oh, das sind drei diesmal. Scheiße, wo sind die jetzt hin? Einen hatte ich hier. Ich hab zwei. Ich weiß. Ich hab den anderen gefunden. Und wieder kein Geld dabei. So, howdy, da sind wir wieder. Haben wieder drei Banditos gefunden. Yes. Ich würde versuchen, den rechten zu erschießen. Ich versuche mal auf den links. Moment, aber ich bin noch nicht so weit. Sag, wenn du bereit bist, dann kommt Feuerkommando. Ah, das ist gar nicht so einfach hier. Genaues Zielen ist... Ja, okay. Okay, dann wollen wir mal Feuer. Feuer. Jo, hast du gut gemacht. Der andere steht da noch. Ah, da steht da hinten noch. Hast du beide gelootet? Das ist doof. Dein Pferd läuft mir hin ohne Flinte. So, das ist dann doof. Habe ich 136 an. Ich muss mal gucken. Ich habe 27. So, Theo und ich waren ganz erfolgreich. Wir haben einiges an Dollar fertig und jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Da ist der Gold Exchange. Send Message. Da ist es. Zack. Und jetzt, Theo. Wo wollen wir das Ding hinsetzen? So, da ist er. Schön. Das passt. So, dann gehen wir mal kurz das Gold holen. Und mal gucken, wie viel Dollar das sind. Wir haben 27 Goldbarren. Ja, dann mach mal. Ich dabei. Das ist prima. Das wären 250, 270 Dollar. Zack. Und die mehr nicht? Nee, zwei. Also ein Barren. Ja. Ein Barren 10 Dollar? Ja. So puppelig. Gehe ich mal zum Safe und mache da wieder rein. So. So, jetzt haben wir 370 Dollar. Ja. Und um so einen komischen Schacht bauen zu können, guck mal hier. 500. Ja, kommst mal hierher. Hier die Werkbank, hier, da hol dir mal was raus. Ah ja, schön. Wolltest du haben. Ja, perfekt. So Leute, das sollte erstmal gewesen sein. Erste Teilchen, wie gesagt, wurde gesetzt. Der hat sogar seinen kleinen Ofen da drinnen an. Ist ihm wohl kalt in der Bude.